Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Mario Kart 8 Deluxe. Zweiter DLC Cup heute. Und damit hätten wir Runde 2 von 4 Runden hier in der 100er Klasse dann abgeschlossen. Und DLC Cup heißt, wir fahren mit Wario. Was haben wir das letzte Mal freigeschalten? Den wilden Wegler. So, womit sind wir gefahren mit Wario? Ich glaube, wir hatten das Crossbike. Hatten einen relativ kleinen Reifen. Genau, den Schwamm. Gut, und das war ja egal. Dann nehmen wir den Hyrule-Leiter. Sind ja relativ ausgeglichen. Das Handling könnte etwas besser sein, wenn ihr mich fragt. Das können wir allerdings nicht mit dem Gleiter ändern. Einzig und allein hier. Aber das wird... hier! Wir nehmen klein. Na klar. Und dann geht's heute in den Drivers Cup. Und da werden wir den ersten Regenbogen-Boulevard erleben für die 100 Kubikzentimeter. Auf den freue ich mich schon riesig. Alle drei Regenbogen-Boulevards sind hier richtig klasse. Am tollsten natürlich der vom N64. Wie gesagt, meine absolute Lieblingsstrecke. Dementsprechend auch mein Lieblingsregenbogen-Boulevard. Wir allerdings starten in den Heim Grand Prix. Wir starten auf Varios Goldmine. Diese kleinen Räder, herrlich. Dass die überhaupt das Bike und den Wario halten. Ja, das ist schon überragend. So, erstmal Baby Daisy hier einen schönen Schubs mitgeben. Wo es dann hier runter geht. Und hinein in diese Kurve. Oh, das wird, glaube ich, auch räudig dann in der 200er Klasse. Da werde ich, glaube ich, auch häufig unten liegen. So, schön das Doppelpäckchen mitnehmen. Uns erstmal hier gut zu verteidigen. Mit zwei Bananen. Sehr schön. Und dann geht's hier auf diese Piste. Können wir ein bisschen Schwung mitnehmen. Oh, verfehlt. Schade. Beziehungsweise habe ich mich etwas trottelig angestellt. Uiuiuiui. Den Turbo verpasst. Deswegen fahre ich auch eigentlich hier lang. Naja gut, nichtsdestotrotz gehen wir natürlich mit einem Vorsprung hier als erster über die Linie. Dann geht's weiter jetzt in Runde 2. Jawohl. Oh, da kommt ein blauer Panzer. Legen wir schnell noch unsere Bananen ab, dass die Gegner vielleicht noch was davon haben. Fällt mir ein, wir verlieren doch gar nicht unsere Items, wenn der blaue Panzer kommt. Warum lege ich meine Items ab? Ich bin das doch gewöhnt von den anderen Mario Karts. Da war das ja so, dass wenn der blaue Panzer einschlägt, dass wir alle unsere Items verlieren. Das ist ja jetzt nur noch beim Blitz so. Boah, wieder fahre ich einfach dran vorbei. Mann, blöd bin ich denn. Jawohl, diesmal gut hier rumgekommen, weil ich ein bisschen abgebremst habe im Drift. Danke, Buhu. Glaub mir doch meine schöne Banane, meine schöne Verteidigung gegen irgendwelche roten Panzer. Hol ich mir halt ein neues Item, bestimmt ein paar Münzen, oder? Nein! Ordentliches Verteidigungs-Item. Was mir gerade auffällt, was... Oh, na klar. Na klar! Wieder ist es die letzte Runde! Das glaubst du alles nicht! Also, das ist nicht mehr normal. Wie die Gegner immer in der letzten Runde zuschlagen, wo du halt dann auch kaum noch irgendwelche Münzdefizite ausgleichen kannst. Oh, da kommt schon wieder dieser Boot. Glaub mir meine Defense, lass mich raten, jetzt schlägt es gleich wieder ein. Mann, 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 ey. Was habe ich denn jetzt mitgenommen? Oh, shit, Alter. Nein, die Münze verpasst. Und jetzt kommt... Das ist nicht mehr normal. Sorry. Sowas regt mich auf. Komm, wir nehmen die Münze hier noch mit. Hat sie mir jetzt noch gezählt eigentlich? Egal, es sind schon wieder nur 6 Münzen. Baby Daisy 12 Punkte, wir haben 15, Mario 10. Mich kotzt an, dass ich jetzt schon wieder nicht mehr... Wieder nach dem ersten Rennen kann ich nicht mehr die volle Punktzahl holen. Also, was heißt volle Punktzahl? Die volle Anzahl an Münzen. Naja, gut. Der Regenbogen-Boulevard
Macht das Ganze wieder wett. Einfach mit guter Laune hier weiterfahren ins zweite Rennen und jetzt so viele Münzen wie möglich hier holen. Oh, dieses Geräusch hier schon auf diesem Regenbogenpfad. So. Und plumps. Uiuiui, da ich sehr spät angefangen mit Driften. Das war so nicht geplant. So ein bisschen geträumt. So, kommen wir zum... Ah, shit, Alter, das wackelt so schnell, da kannst du... Das ist so schwer, dort im richtigen Moment zu springen. Ah, wir müssen hier lang fahren, fällt mir gerade auf. Uiuiui. Ui, ui. Und hier seid gefährlich, wenn du den Sprung erst relativ spät erwischst, kurz vor der Kurve. Da bist du eigentlich schon fast unten dann. So, wir haben jetzt mal eine schöne Defense erhalten. Wieder hat es leider Gottes nicht geklappt mit dem Sprung. Wow, 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 wow. Uiuiui, auch hier leichte Probleme. Da kommt schon wieder irgendwas angeflogen, genau ein roter Pfeil. Alter Schwede, da habe ich auch wieder geträumt. Boah, was mache ich denn? Also, dass ich hier noch nicht abgestürzt bin, wundert mich mittlerweile. Das ist schon wieder so unsicheres Fahren, was ich hier anbiete. Wow. So, ich sag jetzt einfach mal nichts bezüglich irgendwelcher Sachen, die mir jetzt auch gerade einfach nicht einfallen. Boah, Alter, wenn ich hier schon solche Probleme habe mit dem Abbremsen, was soll denn das dann noch werden? So, wir haben schon wieder null Defense. Wieder müssen wir rechts lang fahren. Okay, und das ist gut erwischt. Jetzt nochmal hier durch zum krönten Abschluss. Alter, ich leg die Bombe tot ins Ziel. Wow. Wollte sie eigentlich nach hinten weglegen. Egal, wir haben alle Münzen gesammelt. Alle Punkte. Und jetzt sage ich's, was ich mich nicht getraut habe in der letzten Runde zu sagen. Es kam kein Blitz. Kein einziger an diesem Rennen. Umso mehr werden jetzt wahrscheinlich im nächsten Rennen einschlagen. Danke schon mal dafür. Egal, wir haben jetzt 30 Punkte, Baby Daisy 24, Mario 20. Und damit geht's auf die dritte Strecke. Hier im zweiten DLC Cup. Im Triforce Cup. Und das ist der Polarkreis-Parcours. Der Polarkreis-Parcours, das war diese gesplittete Strecke. Mit dem grünen, also die grüne und die gelbe Strecke, die sich doch sehr ähnlich sind. Aber letztendlich nicht gleich. Ja, aber es macht am Ende keinen Unterschied, ob ich mal hier bei gelb lang fahre und dort bei grün. Das ist dieselbe Länge. Also, boah, das geht ja gut los. Das geht ja gut los. Und Mario zieht vorbei an uns. Alter, verpiss dich, Mario. So, wir tauschen mal kurz hier. Fahren jetzt auf grün weiter. Ich wollte ja eigentlich beim letzten Mal hier wegen den kleinen Abkürzungen schauen. Ich jetzt erstmal die erste wieder verpasst. Boah, komm, 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 jawohl. Hat noch geklappt. Und schön, dass wir ein paar Münzen hier einsacken. Eine zumindest. Und dann ist auch schon die erste Runde beendet. 5 Münzen haben wir gesammelt, wurden schon wieder einmal abgeschossen. 5 Münzen sind noch zu sammeln. Da wäre schon wieder eine weitere Münze. Und das sieht mir nach 2 weiteren aus. Jawohl. Und hier haben wir doch diese kleine Abkürzung. Ah, knapp vorbeigesprungen. Schade. Ich habe es einfach mal probiert. Sind dafür jetzt irgendwas anderem aus dem Weg gegangen. Also, wenn es ein blauer Panzer war, dann hat sich das regelrecht gelohnt. Das ist halt das Gute, die Dinger warten halt dann nicht, bis du wieder an Land bist. Also, wie gesagt, wenn es ein blauer Panzer war, habe ich sogar alles richtig gemacht, weil wir keine... Na gut, keine Münzen verloren. Stimmt ja in der Hinsicht nicht. Wir mussten Lakito ja bezahlen. Aber wir haben wahrscheinlich nicht groß mehr Zeit verloren.
als wo wir abgestürzt sind. War es ein roter Panzer, haben wir einfach nur eine Banane gespart. So, wir fahren jetzt also mal grün lang. Weiß nicht, ob ich es nochmal probieren soll. Komm, was soll der Geiz? Jawohl, es ist gelungen. Uiuiui. Ah, da hätten wir direkt hier drüben weiterfahren können. Okay. Gut zu wissen, dass wir dann dort einfach geradeaus ins Leere weiterfahren müssen. Wenn wir auch dort noch über das Eis schlittern wollen. Na gut, jetzt wissen wir es. Und damit gewinnen wir dieses Rennen mit 10 Münzen und holen die 15 Punkte vor Mario und Baby Daisy. Das heißt, für das Gesamtklassement 45 Punkte für uns, 34 für Baby Daisy, 32 für Mario. Und damit winkt auch schon wieder das letzte Rennen in diesem Cup. Und das letzte Rennen ist natürlich im Triforce Cup, die Hyrule-Piste. Vorbei am Masterschwert geht's hier. Und es gilt diesmal 10 Rubine einzusammeln. Guter Start, sehr, sehr guter Start. Die ersten 2 Rubine haben wir. Den dritten Rubin auch. Jetzt noch eine gute Defense möglichst. Ja, ihr hört wieder. Dieses Item Roulette klingt hier natürlich etwas anders als auf den anderen Strecken. Es gibt ja auch Rubine. Oh, und weg war die Banane. Nehmen wir halt das Doppelte. Ja, jetzt weiß ich auch, woran mich dieses welches Geräusch das ist bei dem Roulette. Das ist dieses Geräusch vom Öffnen einer Schatzkiste von Zelda. Ich denke, jetzt hört ihr es auch, jetzt wo ihr es wisst. Wenn ihr es nicht schon vorher gehört habt. Boah, zack, schlägt der Blitz ein. Macht mir damit natürlich auch meinen Boost hier kaputt, den ich bekommen hätte für den Sprung. Na ja, gut. Gibt Schlimmeres. Rubine zum Beispiel zu bekommen, anstatt Defense-Items. Wird es bestimmt gleich wieder einschlagen bei mir. Komm, wir nehmen das Doppelte. Da kriegen wir definitiv einmal Defense. Oh, schön den Turbo eingesackt. Geile Sache. Ja, wusste ich doch, dass wir wieder einmal Rubine hier wieder bekommen. Aber jetzt haben wir ja, wie gesagt, auch ein bisschen Defense noch dazu gekriegt mit dem grünen Panzer. Was gibt's jetzt? Uiuiui. Geil, nochmal eine Ban... Oh, na klar. Na klar, der blaue Panzer mal wieder. Letzte Runde. Erstmal wieder die Rubine aufgefüllt. Und jetzt 2 Bananen für die Verteidigung. Außer dem blauen Panzer und dem Blitz kann uns hier nichts mehr anhaben. Und ich kann zumindest nicht sagen, es ist bis jetzt da kein Blitz eingeschlagen. Von daher sind die Chancen zumindest da, dass jetzt keiner mehr einschlägt. Aber man sollte sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Die Gegner wissen auch kurz vor Schluss noch zu überzeugen. Mit Ärgernissen en masse. Alter, diese Dekorana wandert auch die ganze Zeit. Das ist mir auch jetzt erst aufgefallen. Und komm, kein Blitz mehr. Jawohl, 10 Rubine. Die wir einsammeln. Und 15 Punkte. Das heißt, am Ende gewinnen wir mit 60 Punkten vor Mario 44 Punkte, der damit noch an Baby Daisy vorbeizieht und sich Platz 2 holt. Dritter entsprechend eben besagte Baby Daisy mit 43 Punkten. Schauen wir uns die Ergebnisse, die Highlights und den Pokal an. Und ja, wir haben so viel Münzen vorher gesammelt, wo wir immer bloß 30 gebraucht haben. Es wird definitiv ein weiteres Kartteil geben. Die Highlights heute vom Polarkreis-Parcours. Ah, zeigen sie tatsächlich
den Teil, wo wir uns mal getraut haben und es auch geschafft haben, dort übers Eis zu fahren. Sehr schön, freut mich. Alles gewonnen. Diesmal war es nicht so knapp wie beim letzten Mal, wo wir bei Donkey Kong Dschungel ja fast Punkte abgegeben haben. Und für den Sieg hier in diesem Cup in der 100er Klasse gibt es wieder diesen Pokal. Und wie schon gesagt, ein neues Fahrzeugteil ist verfügbar. Welches das ist, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und hoffe, euch das nächste Mal dann zum dritten Nitro Cup der 100er Klasse mit Yoshi zusammen. Hier bei Mario Kart Deluxe, 8 Deluxe natürlich, wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut.